Hallo, liebe Zuschauer. Ich hatte euch versprochen, dass ich den Hof auf der nordfriesischen Marsch ohne Gräben in mehreren Teilen aufnehme. Und ich werde versuchen, heute den zweiten Teil für euch zurechtzumachen. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Also gehen wir mal los und holen unser Auto. Denn ich habe heute mit euch vor, euch das Sägewerk zu zeigen. Und am Sägewerk ist auch gleichzeitig die Mosterei und die ganzen Anlagen, also die Plantagen für Pflaumen, Äpfel, Birnen und Kirschen. Das werde ich euch alles zeigen. Let's go! Linke Füße! So. Fahren wir mal los. So, ich werde den mal mit Autodreifer hinschicken. Das ist nämlich viel, viel einfacher, ne? Schauen wir gleich mal. Ich habe zwei Industriegebiete und heute geht es zum Industriegebiet Holz. Und da werden wir zum Wartepunkt fahren. Ab geht die Post. So können wir ein bisschen weiter raus scrollen, dann kann ich euch ein bisschen mehr zeigen, wenn wir das mit Autodrive machen. Mal gucken, welchen Weg er wählt. Ah ja, ich glaube, es geht richtig. Ja, ja. Alles bestens. Gut. Dann wollen wir mal schauen. Entwickelt ganz schönes Tempo. Aber bremst rechtzeitig ab. Das ist gut. Da sollte alles funktionieren. Unfallfrei. Knitterfrei, ne? Ja. Jetzt geht es erstmal rechts rum, genau. Auf dem Weg dorthin kommen wir auch an den ganzen Gewächshäusern vorbei, die ich aufgebaut habe. Die werden dann gleich auf der rechten Seite sein. Die werde ich euch aber eines Tages ein bisschen separat vorstellen. Da werden wir jetzt wohl ziemlich vorbeirauschen. Hier geradeaus, jetzt sieht man sie schon. Dort stehen alle Gewächshäuser, die Fett je gebaut hat. Die habe ich hier alle untergebracht. Schön in der Reihe. Da lassen sie sich sehr gut bestücken und bedienen. Das sind die Gewächshäuser hier alle. Und wir fahren jetzt aber zum Sägewerk. Das sieht man schon, da vorne ist es. Schön smart um die Kurve, jawohl. Sehr schön. Fühlst dich wohl beobachtet. Willst keine Schelden abbekommen, gell? Von wegen Auto verkratzen und Unfall bauen und so, ne? Ja, ja. So, das ist jetzt hier der Wartepunkt. Der wird gleich anhalten. So, ich habe mir hier hinten noch eine Halle aufgestellt. Momentan ist nicht allzu viel Fahrzeug da vorhanden. Die sind unterwegs. Aber das ist alles Gerätschaftezeugs, was dann hier in der Nähe gebraucht wird. Ich mache das jetzt mal per Auto, das Vorstellen hier. Müssen wir mal gucken. Ja, so müsste es eigentlich gut gehen. Ich habe hier links die Pelletfabrik stehen. Ich fahre einfach mal durch mit euch. Da stehen noch ein paar Heupellets. Muss ich noch verscherbeln. Wir können gleich mal gucken. Eieiei, der Trigger hier, der hat sich aber... Der zieht einen regelrecht ran. Na gut. Mal gucken gehen hier. Ich muss mal eben kontrollieren, wie das aussieht überhaupt.
Ach ja, ist, oh Gott, ja, ist noch genau, ist genug drin. Eine ganze Menge Zeug hier drin. Gut, gut, wir gehen mal zu Fuß weiter. Das ist anständiger, glaube ich. So, hier hinten links habe ich die sogenannte Baumstammgeschichte stehen. Oder Holzstamm, sagt man, glaube ich. Jawohl. Das wird hier hergestellt bei mir. Das habe ich außerhalb vom Sägewerkgelände stehen, weil kein Platz mehr war. Oh, ist voll. Sehr schön. Wie sieht das hiermit aus? Na eben, das müsste ja auch hier stehen. Da ist nicht mehr allzu viel drin. Gut, Diesel müssen wir bald auffüllen. Ja, jetzt gehe ich mal links rum und auf das Gelände vom Sägewerk mit euch drauf. Das habe ich so aufgestellt, wie Fett das eigentlich schon so ein bisschen vorprogrammiert hat. Ich habe hier die Leerpalettenherstellung. Da müssen wir auch mal eben schauen. Oh, die Wartung kennt man dann auch bald. Na gut, ist noch genug. 100% ist ja nicht weit weg von 92. Das können wir noch so lassen. Und hier vorne, das sind die Leerpaletten und alle anderen Arten Paletten, die vom Sägewerk hergestellt werden. Ihr seht, es ist alles voll pralle gefüllt. Die waren sehr fleißig. Mal schauen, wie es hier aussieht. Ah, alles noch zugange und gefüllt. Ganz ordentlich. So. Ich habe hier auch alles eingegrünt. Da wächst bei mir überall Gras und Zeug, damit das lebendig wirkt, das Ganze. Denn clean ist es auf so einem Platz nie. Das wäre unnatürlich. Sowas gibt es gar nicht. Oh, da haben wir auch genug. Da kann ich an die Papierfabrik liefern. Sehr schön. Das ist ja sehr schön. So, hier, das ist dieser Tischler, den Fett auch gebaut hat. Den habe ich mir hier aufgestellt. Der stellt Fässer und Bienenstöcke her. Die Bienenstöcke werden gebraucht für die Obstplantagen. Und die Fässer für die Schnapsbrennung. Da ist auch genug da. Oh, die Wartung ist oft noch gut. Ach ja, die hatte ich ja vor kurzem erst bezahlt. Stimmt. Okay, okay. Alles klar. Haben wir alles da, was wir brauchen. So. Hier habe ich, wie ihr seht, auch ums Wasser grünes Zeug angepflanzt, inklusive ein paar Büsche. Und ich habe auch die Kante so ein bisschen teilweise gefärbt. Die dunkleren Stellen, das wirkt dann so, als wäre es da nass. Das wirkt irgendwie lebendiger, es gefällt mir einfach besser, als wenn das alles so eintönig ist und überhaupt nicht irgendein Grashalm da wächst oder so. So, und da sind wir wieder bei der Leerpalettengeschichte da. Das ist mein kleines Sägewerkgelände. Jetzt werden wir mal weitergehen. Ich lasse das Auto jetzt noch nicht stehen. Ich fahre erst noch mal ein Stück mit euch, überlege ich mir gerade. Und zwar rüber bis zur Mosterei. Und dort steige ich wieder aus und gehe zu Fuß mit euch weiter. So, ich fahre mal hier rum. Hier zur linken Seite seht ihr schon die Obstplantagen. Und auch überall die Bienenstöcke. Hier vorne habe ich mir ein Wasserfass hergestellt. Denn die Obstplantagen brauchen Wasser. Und da sind die Wege nicht so weit, wenn man das Wasser hier vor Ort holen kann. Hier nebenan ist Feld 16. Das ist euch sicher ein Begriff. Und das nebenliegende Feld hier habe ich einfach verwendet für alle diese Dinge, die ihr jetzt schon gesehen habt und jetzt noch sehen werdet. So, das ist die Mosterei.
Das ist schon mal sehr interessant hier. Hier auf der linken Seite sind die Rohstoffe. Obst, Gemüse und Zucker wird hier angeliefert in diese Unterstände. Und das wird dann in der Mosterei drin alles verarbeitet. Und hier werden die Möhren abgeschüttet. Es gibt drum auch Möhrensaft. In diese Mosterei muss man Wasser liefern. Hier wird der Trester landen. Den kann man dann praktisch mitverarbeiten. Ich bin nicht ganz sicher jetzt, aber ich glaube in Form von Dünger oder so. So, Wasser ist voll. Alles aufgefüllt. So, und hier kann man dann die Gemüsesäfte abholen. Die spawnen dann hier auf diesen blauen langen Triggern. Und nebenan, wie könnte es auch anders sein, sind die Obstsäfte. Die spawnen dann hier jeweils. So, jetzt gehe ich mal hier durch mit euch. Die Tore habe ich aufgelassen, die lasse ich immer auf. Ist einfacher, wenn man durchfahren muss. Da braucht man erst aussteigen und die Tore öffnen. Da bin ich ein bisschen bequem. Ja, warum auch nicht? So, hier, das ist eigentlich eine Parkfläche. Die habe ich aber missbraucht als Ausfahrt. Und zwar in die ganze Plantage hier mit diesen vielen, vielen Obstsorten. Naja, es sind nur vier, aber trotzdem. Da ist auch alles angeliefert, was gebraucht wird. Hier vorne habe ich die Pflaumen stehen. Die Pflaumenplantage. Also ich habe jede Plantage zweimal. Zweimal Pflaumen, zweimal Kirschen, zweimal Äpfel und zweimal Birnen. Und hier stehen praktisch die Bienenstöcke. Die sind dafür verantwortlich, dass die Obstbäume bestäubt werden, damit es auch eine Ernte gibt. Hier haben wir dann die Papierpaletten und, nee, Papier nicht, Kartonpaletten und Leerpaletten stehen. Das ist ja bei jeder Plantage gleich. Wasser haben wir hier vorne, das ist voll. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Oh, guck mal an, Honig haben wir mittlerweile auch. Sehr schön. Sehr schön. Das ist meines Erachtens Erde und Dünger. Genau. So. Dann habe ich hier die nächste Plantage stehen. Ich habe das alles so ein bisschen in Reihe und Glied gemacht, wie ihr seht. Das lässt sich dann ganz gut bedienen und beliefern. Da fährt man dann hier durch und zweigt jeweils ab und bringt die Sachen dahin, wo sie hin müssen. Hier ganz hinten rechts, das war die erste Plantage, die ich stehen hatte. Das waren Äpfel. Da habe ich alles ausprobiert und später habe ich dann die anderen Plantagen aufgebaut. Klappt ganz gut. Das sind jetzt hier zwei Apfelplantagen insgesamt. Hier gegenüber habe ich dann die anderen. Das sind hier Birnen. Ja, Honig. Sehr schön. So, hier rechts habe ich das ein bisschen anders eingeteilt, damit ich alle Plantagen hier auf den Platz überhaupt untergebracht habe. Das war gar nicht so einfach. Da muss man dann hier halt ein bisschen reinfahren und hinten wieder umdrehen. Ist teilweise ein bisschen eng zum Wenden und so, aber es ist machbar. Und nur das zählt. Alles andere kriegen wir hin. Wasser tue ich praktisch automatisch beliefern. Und die Sachen, die gerade so aus gut erreichbar sind, auch. Aber nicht alles. Teilweise beliefere ich von Hand. Da lade ich einen großen voll und dann verteile ich die Sachen hier.
Macht mir einfach Spaß, auch von Hand was zu machen dazwischen, du mal. Das muss ja nicht immer alles nur automatisch laufen. Ich mache ganz gerne auch mal so von Hand die Sachen. Da habt ihr schon mal so einen kleinen Einblick hier. Ja. Hier habe ich auch so eine kleine Insel gelassen. Da ist das einfacher mit der Fahrerei. Auf der rechten Seite kommen die rein und hier rum fahren sie raus und kommen sich nicht ins Gehege. Hier haben wir die Kirschen. Sieht irgendwie gut aus. Das Rot in den Bäumen. Ja, schöne Kirschen. Die würde ich jetzt ernten wollen. Nicht schlecht. So ein paar Naschen oder so, nicht? Das wär's doch. Ja, zweimal Kirschen. So, da werde ich mal wieder zum Auto gehen. Ich habe mir gedacht, wir fahren auch noch zu dem Industriegelände. Und zwar Industriegelände Bau. Das kann ich euch auch eben noch zeigen. Da haben wir die beiden Industriegebiete ja schon mal fertig vorgestellt. Da kann ich beim nächsten Mal mit den Produktionen anfangen. Denn das sind eine ganze Menge. Ich habe auch einen Fuhrpark, den werde ich euch auch vorstellen. Und in der Nähe vom Fuhrpark ist auch der Großhandel. Den habe ich auch aufgebaut. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Das stellen wir heute nicht mehr vor. Das mache ich das nächste Mal mit. Jetzt werden wir erstmal hier rausfahren. Oh, 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 oh. Langsam. So. Ich werde da hinten rausfahren. So, ich denke mal, das werde ich auch automatisch machen. Mal gucken, ich hoffe, dass er das macht und annimmt, aber ich denke schon, warum nicht? Industriegebiet Bau. Wo gehen wir denn da hin? Ach, zum Wasserturm werden wir gehen. Ja, warum nicht? Das ist gut. Und er macht's. Na wunderbar. Das ist auch die vorgefertigte Stelle von Fett für Zementwerk und Co. Die habe ich tatsächlich vorbereitet, planiert und getan und gemacht. Das war eine ziemliche Arbeit. Hat doch eine ganze Stange Geld gekostet. Aber ich habe es hinbekommen. Und die können auch wunderbar hier oben fahren. Ich habe das ein bisschen ordentlich ausholend mit Schwung gemacht, damit auch jedes längere Fahrzeug um die Ecke kommt hier. Klappt fantastisch. So, das, wie ihr jetzt hier seht, das habe ich alles gemacht. Geebnet, planiert, getan, gemacht, bepflanzt, Bäume, Blumen, Büsche. Und hier steht auch so ein Wassertank. Im Kalkwerk wird ja auch Wasser gebraucht. Deswegen habe ich das so gemacht. So, und diesmal bleibe ich im Auto sitzen. Da kann man von oben doch ein bisschen mehr sehen, als wenn ich zu Fuß da durchlaufe. So, hier kann also Wasser getankt werden. Solche habe ich mehrere auf der Karte stehen. So, das kennt ihr ja alle auch vom Shorty her. Das habe ich hier auch so aufgebaut, wie sich das gehört. Das Kieswerk. Jetzt fahren wir mal rechts rum hoch zum Kalkwerk.
Das haben wir hier gerade ausstehen. Aber da habe ich mir auch was einfallen lassen mit der Fahrerei. Die Tour, die geht grundsätzlich hier hoch. Macht hier einen Bogen. Die Insel hier in der Mitte habe ich gestaltet. Den Weg habe ich auch selber hierher gezaubert. So, und dann kann man hier, es steht gleich richtig, wenn man Kalk abholen möchte. Das kann man dann hier machen. Beziehungsweise, man fährt zum Beliefern hier rechts um die Ecke rum. Das lässt sich so ganz gut machen. Und hier rechts haben wir das Zementwerk stehen. Hier vorne wird Wasser angeliefert. Aber das kennt ihr ja alles. Da brauchen wir gar nicht so sehr viel dazu sagen. Das habe ich jetzt lange ruhig stehen gehabt und gar nicht bedient. Das habe ich gar nicht benutzt, nicht gebraucht. Eine ganze Zeit lang jetzt. Hier spawnen dann hier die Ziegelsteine. Also rote Steine und weiße Steine. Die spawnen hier links auf dieser Fläche. So. Da werden wir mal zurück zum Hof fahren. Ich schicke den einfach mal einparken und da schauen wir mal zu, wie er das macht. Ja, schön sachte, du musst abbiegen. Hei, 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 hei. Und vorbei an den Gewächshäusern im Affenzahn. Ja, wir müssen bald mal tanken, sehe ich gerade. Naja, wir sind ja schon öfters hier rumgekutscht. Ja, schon lustig so zuzuschauen und nicht selbst fahren zu müssen. Das kann man ganz gut machen. Da kann man auch mit der Maus die Führung so ein bisschen machen. Die Sichtweise auf das Auto verändern. Das macht schon Spaß. Und da vorne ist ja schon der Hof. Jetzt bin ich gespannt. Aber es sollte wieder klappen. Hat ja immer geklappt. Aber man kennt das ja. Vorführeffekt. Sagt euch das was? Ich denke schon. Es ist immer wieder spannend. Na doch, er macht's. Alles klar. Das klappt. Bin ich mal sicher. Jetzt kann nichts mehr schief gehen.
Ja, sieht ganz gut aus. Das ist einfach klasse, dass man den einfach so nach Hause schicken kann. Geh parken. In dein Domizil. Das ist wunderbar. Macht der ganz alleine. So. Jawohl. Super. So, liebe Zuschauer, da sind wir. Wir sind zu Hause angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr gesehen habt. Vielleicht gibt es dem einen oder anderen auch so ein bisschen Ideen, selber was aufzubauen. Das macht unglaublich viel Spaß, sowas überhaupt zu machen. Das ist bei mir schon von Anfang an so, seit es den Landi überhaupt gibt. Vor allen Dingen, seit man bauen kann. Das ist ja nicht schon immer so gewesen. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit, einen restlichen schönen Tag. Ich wünsche euch alles, alles Gute, bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, eure Maritzl.